Hallo. Hallo. Hallo? Ja. Ja, schönen guten Tag. Annette Törner ist am Apparat von der InnoGSC, rufe ich an, ich grüße Ja, hallo. Sie. Spreche ich mit, hallo, habe ich den Herrn Sulinda am Apparat? Ja, guten Tag. Was ist Ihre Firma? InnoGSC ist das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk, RWE kennen Sie vielleicht. Und das ist ein Stromkonzern. Ich rufe an in Bezug auf den Haushaltsstrom. Es gab jetzt, Herr Solinder, einige Preiserhöhungen. Haben Sie vielleicht mitbekommen, dass der Strom teurer geworden ist? Preisgehöhung sollte es kommen. Wir hatten dieses Jahr zwei Preiserhöhungen. Und wir vergleichen hier die Tarife, um Ihnen den Strom günstiger anzubieten. Darum geht es. Also, weniger bezahlen. Für Strom, richtig. Oh, sehr gut. Ja, das ist immer gut. Es ist im Grunde genommen das gleiche Produkt, die gleiche Dienstleistung und die gleiche Menge, nur die Kosten sind dann etwas niedriger. Okay. Kennen Sie sich denn jetzt mit den eigenen Zahlen so ein bisschen aus? Wissen Sie, wie viel Strom Sie verbrauchen? Ich liebe Zahlen. Ich bin Mathematikfanatiker. Das immer Zahlen ist mein Leben. Aha, okay. Ja. Wie viel Strom verbrauchen Sie? Wie viel Kilowatt? 2220. 2220 Kilowatt, einen Augenblick. Ja, das Sie sind noch in ist Husum, ne? ja, das ist das Problem, weil Okay. ich kann nur gerade Zahlen sprechen, sonst ist das Kopf kaputt. Das ist zu viel rechnen. Also ich immer aufrunden. Ach so, ja, ist ja auch egal, 2220. Wenn Ja. es auch 25 sind, das Oh, ist, spielt keine Rolle. bitte keine krumme Zahlen sagen. Können Sie das bitte Alles klar. probieren, weil das dann muss ich immer das Bruchteil zerlegen und immer weiterrechnen. Das kann ich nicht Echt? aufhören. Ja, das ist, Ach du meine oh Güte. Gott, das ist bei Indien Studium machen und das Hardcore-Training machen. Und jetzt immer, wenn ich so ein krummes Zahl höre, dann muss das Kopf, das anfängt zu rechnen. Automatisch, Ja, und automatisch. dann muss ich Sie das brauchen in. auf jeden Fall keinen Taschenrechner, dann, ne? Nein, ich muss das aber immer bei Faktoren zerlegen und das geht ja immer weiter. Und je weiter das Ich weiß. passieren, desto mehr wird es anstrengend werden. Also bitte nur das gerade Zahlen nehmen, okay? Mache ich, ja Vielen natürlich. Sagen Dank. Sie mir, was zahlen Sie denn jetzt monatlich? Das ist 60 Euro. 60 Euro bei der Stadtwerke, oder? Ja, das gerade zahlen Sie. Das ist nicht ganz 60 Euro, aber ich will nicht an das Zahl denken. Ja, okay. Im Grunde genommen, Ja. Ja. wir sind ja so ein bisschen preiswerter. Das ist jetzt nicht die Welt. Also wir haben, ich sage Ihnen jetzt keine genaue Zahl, aber das ist fast 50 Euro. Und das 50. ist dann im Grunde genommen, also man kann davon ausgehen, dass wir 25 ungefähr und vielleicht. dann, oh Gott, das ist Rechnen Sie jetzt schon wieder? 12, 12, oh mein Gott, ja, 26, 26 Euro. Sehr Das gut. ist im Grunde genommen, wie gesagt, also ich rufe ja an, um Ihnen das ein bisschen günstiger anzubieten. Das ist Ja, jetzt nicht die Welt. gut. Sie sparen vielleicht etwas über 100 Euro auf Ja, das Jahr. 100 Aber Euro. wie gesagt, Das ist genau, sehr man muss da gut. kein Geld. Ja, genau, man muss kein Geld zum Fenster hinauswerfen. Man wird auch Nein. nicht reich dadurch, aber das, wie gesagt, man kann vielleicht essen gehen oder weiß nicht, was da Schönes davon kaufen. Ja. Und RWE ist ja der größte Netzbetreiber bundesweit. Sehr gut. Es ist identisch wie bei der Stadtwerke. Sie haben keine Vorkasse, keine Kaution, keine Paketpreise oder sonst was. Okay. Und dementsprechend kommt es dann auch so zustande. Wir versenden, Herr Sulinder, die Vertragsunterlagen in schriftlicher Form per Post nach Hause zu, damit man sich das auch nochmal unter die Lupe nehmen kann. Ja. Und wenn das zu Ihrer Zufriedenheit ist, Ja. dann müssen Sie eigentlich weiter nichts tun. Es reicht, wenn Sie von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen. Ne, Was? man hat ja immer in Deutschland Ja. ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. 14, Wenn sehr alles passt, gut. einfach genau die Unterlagen abheften. Wir Ja. kümmern uns um die Umstellung. Wir kündigen den aktuellen Tarif und schließen auch mit den örtlichen Netzbetreibern die Verträge ab. Ja. Das ist jetzt unser Angebot. Ist Ihnen das so? Das. Ist das so? Passt das? Ja, ich würde sagen, das klingt sehr gut, aber das muss ich ein bisschen die Info haben. Sie können ja nicht einfach sagen, ich kümmere mich jetzt anderes Vertragen. Was kann man da denn sparen? Wie lange wird es gehen? Was muss man machen? Ein bisschen Also, Info muss ich die haben. Vertragslaufzeit ist ein Jahr. Oh, Die krumme Zahl. Preisgar ist ein Jahr. Ein Oh Jahr ist Gott. nicht krumm. Kann man zwei machen? Bitte? Kann man zwei machen? Die Preisgarantie ist für 2 Jahre. Oh, Die sehr gut. Preisgarantie ist für 2 Jahre. Genau, die Konditionen werden im zweiten Jahr nicht erhöht. Sie können also selber entscheiden, ob Sie den Vertrag zu den gleichen Konditionen verlängern oder vielleicht woanders hinwechseln. Okay. Und sonst, was gibt es denn da noch? Da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, also es ist identisch. Sie haben Ihren monatlichen Abschlag Abschlag. ohne Vorkasse
ohne Kaution, ohne Paketpreise. Zum Jahresende wird dann nochmal der Zählerbestand durchgegeben und dann passt man es an. Vielleicht verbrauchen Sie ja mehr als 2220, vielleicht weniger. Ne, dann wird das dementsprechend, entweder haben Sie eine Nachzahlung oder ein Guthaben, wenn Sie weniger verbraucht haben. Ja. Das passt man dann an, das kann ich ja im Voraus schlecht sagen. Ja, natürlich. Aber es sind auf jeden Fall günstigere Konditionen und das ist das, was eigentlich ausschlaggebend für Sie ist. Ja, im Grunde genommen hat sich da nicht so viel. Muss ich das Zahlungsstanden, muss ich das selber kontrollieren machen oder kann ich da meine Frau hinschicken, weil das ist ja so viele krumme Zahlen. Kann man das... Sie können Ihre Frau schicken. Ja. Also da Sie können... Das wird dann ja einfach abgebucht vom Konto. Ja, wir müssen der monatliche Abschlag. Wir müssen ja das Kontrolle machen, wegen des, am Ende des Jahres, haben Sie doch sagen. Am Ende des, das machen Sie nicht selber. Sie werden dann angerufen und man sagt, lesen Sie mir bitte den Zählerstand vor. Aber muss ich das machen oder kann das mein Frau machen? Nein, Ihre Frau kann das doch machen. Das, wieso? Das ist Ihre Frau. Ja, weil ich habe ja das Verzagen, aber das ist ja das Problem, dass wenn das, das falsche Zahlen da drauf stehen, dass mein Kopf geht kaputt. Ich weiß, das soll Ihre Frau machen, das ist gar kein Problem, das was das dann betrifft. Das kann man machen. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Wo sind Sie denn jetzt? Habe ich Sie denn zu Hause angerufen, Herr Solinder? Ja, ich sitze bei Homeoffice, das ist richtig. Okay, weil ich benötige nämlich, um Ihnen diese Vertragsunterlagen zuzuschicken, brauche ich von Ihnen dann, gut, Zählerstand, ich lasse die jetzt 2220 Kilowatt, lasse ich dann stehen. Ja. Ich benötige von Ihnen, Herr Solinder, die, Sie sind ja jetzt bei der Stadtwerke, ne? Stadtwerke. Stadtwerken. Genau. Ja. Sie haben bei der Stadtwerke Husum eine Kundennummer oder Vertragskontonummer. Sie sind ja bestimmt selber Anschlussinhaber, oder auf wen läuft der Vertrag bei der Stadtwerke? Ja, das ist meinen. Das ist bei Indien, da darf Frau keinen Vertrag machen. Ach so, ja gut, Sie sind in Deutschland. Hier dürfen Sie das. Ihre Frau kann auch den Zählerstand durchgeben. Ja, falls Sie mal wieder anrufen und meine Frau ist bei das Telefon, sagen Sie ihr das bitte nicht, sonst wird es anfangen, irgendwelche Sachen zu kaufen. Ach so, Sie darf das nicht wissen. Na Nein, gut, die na darf gut. das nicht wissen, das ist ein großes Geheimnis. Ja, okay. Ja, sonst nutzt sie das aus. Ja, so haben sie noch unter Kontrolle. Ja, ich meine, Sie sind zwar auch eine Frau, aber ich möchte Sie bitten, das zur Respektierung, weil sonst habe ich große Natürlich. Probleme. Weil ich habe das Problem mit den Zahlen und meine Frau das Problem mit Geld haben, dass wir das damals bei Sandkasten kennenlernen und die konnte schon nicht mit das Monopoly-Geld, konnte die auch schon nicht umgehen. Und die hat das nie lernen. Das ist sehr schrecklich. Und darum muss ich das machen. Ich werde meine Zunge hüten, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist ein große heilige Ehrenwort. Können Sie bitte sagen? Ja, großes heiliges Ehrenwort, kann vielen ich sagen, Dank, ja. Vielen Dank. Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe Sie ja jetzt außerdem im Homeoffice erwischt. Die Frau wird da auch nicht rangehen, sicherlich. Nein, da darf das nicht reinkommen, nur zur Staubsaugung machen. Sollen wir dann bei das Keller laufen, wegen des Zahlungsuhr? Also ich brauche im Grunde genommen, haben Sie denn eine Abrechnung von der Stadtwerke? Bei Keller oder bei Office? Nee, so im Office. Ja, muss ich gucken. Aber muss man nicht bei das Uhr drauf gucken? Gucken Sie da nochmal, weil das steht eigentlich in der Abrechnung drin. Ich brauche nämlich von Ihnen, Herr Solinder, die Stromzählernummer. Der Zähler hat ja eine eigene Nummer. Eigenes Nummer. Die Kundennummer. Ja. Genau, und die Kundennummer von der Stadtwerke. Und sagen Sie mir noch, wenn wir schon mal dabei sind, wie wird denn zu Hause geheizt? Beziehen Sie denn auch Erdgas? Ja. Auch. Wie, wissen Sie, kennen Sie da die Zahlen, wie viel Gas Sie verbrauchen, wie viel Kilowatt und die Kosten? Ich meine, das sind 9.800 gewesen. Das ist okay, das passt irgendwie, hört sich normal an. Jetzt normal. Und wenn das zu viel, dann meine Frau zu viel kochen. Und dann weiß ich auch immer, dass die halt nicht nur für mir Essen machen. Sie sind auch ein schlimmer Feger. Aber warum so, 9000... Man muss ein bisschen Spaß haben bei den Leben. Das Leben ist schlimm genug. Oder nicht? Da haben Sie vollkommen recht, aber Sie können Sie ja nicht sofort beschuldigen, dass Sie da irgendwie noch andere bekocht. Ja, das ist ja, aber was soll das alleine so viel essen? Und das ist nur für das Heizung und für das Küken. Für das, ja, aber das ist kein großer Verbrauch, glauben Sie mir. 9.800 ist eigentlich sehr, sehr kleiner Verbrauch. Ja? Was zahlen Sie denn dafür? Da müsste ich nachgucken, das weiß ich jetzt gar nicht. Kann das sein? Ja, was wollten Sie? 66 Euro? Oh, das ist sehr gute Zahl. Das ist meine 70 gewesen, aber 66 ist sehr schöne Zahl.
Sechs, ich dachte, so viel zahlen Sie. Wir wollen nur 53 haben. Oh, sehr, aber krumme Zahlen. Ein bisschen mehr als 50. Ein bisschen mehr als 50, okay. Okay, weil das muss ich ja. Aber Sie haben ja auch 2220 gesagt. Das ja, ist ja dann. Ja, aber da ist keine krumme Zahl drin. Man kann das durch sehr viel teilen. Das ach ist ja das. So, das ist ja ach, Sie, Sie. Wenn du kannst du eine Zahl nicht teilen, dann musst du das halbe nehmen. Und Sie meinen gerade und ungerade Zahlen. Ja, weil du, und dann muss man das ja wieder teilen und es wird immer mehr werden. Und irgendwann werde ich das ist einmal bei Schule gewesen, weil die da so Hardcore-Drilling machen, darfst du erst aufstehen, wenn das Aufgaben fertig und das war das Tag, wo wollte ich mein Karibanti heiraten und da habe ich so Anstrengungen gemacht, dass bin ich bei Ohnmacht gekommen. Ach du meine Güte. Ja, ja aber, das ist keine schöne Erinnerung. Aber ich habe das geschafft und das, dann konnte wir das Hochzeit durchführen. Super. Ja. Hat sie Glück gehabt? Ja, die hat Glück gehabt. Aber ich auch, die kann sehr gut kochen. Das ist gut. Ja, das ist wunderbar. Das ist schön. So, was wollen wir jetzt machen? Ich brauche von Ihnen dann, wenn Sie das für das Gas auch haben möchten, dann mache ich Ihnen für Gas auch die Unterlagen fertig. Aber ich brauche von beiden dann die Zählernummer von Gaszähler und Stromzähler. Ja. Und ich brauche auch die helfen Sie mir, die Kundennummer oder Vertragskontonummer von beiden. Oh Gott, so viel Zahlen, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich werde ganze Nacht rechnen. Sehr gut. Was, womit sollen wir anfangen? Mit Strom. Mit Strom, sehr gut. Mhm. Jetzt ist halt das Problem, weil ich kann das ja nicht... Also wenn ich jetzt sagen will, oh Gott, ich muss das Zahl jetzt einmal sagen, das geht ja sonst gar nicht anders. Wenn ich ein 7, wenn ich ein 7 sagen, ja? Ja? Ich kann das ja nicht sagen, dann werde ich 6 plus sagen. Das heißt, dann ist ein 7. Und wenn ich sage 6 minus, dann ist ein 5. Scheiße, 2,5. Alles klar, nee, hier lenken Sie sich wieder ab. Ich hab's verstanden, aber dann perfekt. Damit kann ich leben. Sie sind sehr gut, das gefällt mir. Ich muss das Sie wissen sich zu helfen. Ich muss das ja auch bei Alltag so machen. Weißt du, wenn ich zu das Supermarkt, das immer zu Chef gehen, weil das Einzige, wo das verstehen, weil das ist auch Businessman. Klasse. Ich höre das zum ersten Mal. Kennen Sie noch Leute, die ähnliche Schwierigkeiten haben? Nein. Also was heißt Schwierigkeiten? Das sind ja, das ist ja nur ein bisschen das Hirn überfordern. Aber sonst, ich kenne auch niemanden. Das ist schrecklich. Ja, gerade und ungerade Zahlen. Da hapert es bei Ihnen. Verstehe. Ja. So, was haben Sie denn für mich? Die Zählernummer oder die Kundennummer von Strom? Womit möchten Sie beginnen? Wenn Sie die Kundennummer haben, bitte die Kundennummer. Ja, das ist 2. Okay. 4. Okay. 6 minus. Ja. 4 plus. Ja. 8 minus. Ja. 10 minus. Ja. Und dann kommt, warte, jetzt bin ich bei Zeile weggekommen, ein 6. Ja. Und dann kommt ein 2 plus. Ja. Und dann ein 4 minus. Ja. Sehr hab gut. Ich. Können, so, Sie noch und mal, dann bitte, können Sie noch mal vorlesen? Soll ich dann auch so wie Sie? Ja, ne? Ja, dann muss natürlich. Ich ja auch. So, 2, 4. Ja. 4 plus, 4 plus. Nein, 6 minus, 4 plus. Ja, 6 minus und 4 plus ist das Gleiche. Nein. Das ist ja andere Schreibung. Das muss ja bei das Schematic Control, wenn man das wieder umrechnen, ist das ja andere Zahl geworden. 6 minus ist das gleiche wie 4 plus. Nein, Sie können Plus und Minus ist nicht dasselbe. Es sei denn, man hat das bei einer Klammer setzen. Ja, aber 6 minus ist ja dann im Grunde genommen die 5. Oh mein 4 Gott. Plus ist auch die 2,5, 1,2. Nein. Rechnen Sie da nicht weiter. Das hat Sie keinen nur, Sinn. Das ist irgendwann, ich habe das einmal, da habe ich getrunken, da hat das Kopf lange mitmachen. Das alles aufschreiben, das habe ich das von Kopierpapieren, wo man kann Kopie machen, das alles vollschreiben. Ja. Ja, verstehe. Aber dann im Grunde genommen, 4 plus ist ja dann die nächste Zahl, die als nächstes kommt, richtig? Ne, das nächste wäre ja 6 plus. Weil das ist ja, wenn davor wäre 6 minus und das danach ist 6 plus. Ach so, entschuldigen Sie, dann muss ich das jetzt nochmal. Also, 2, 4? Weil Minus ist, wenn ich jetzt sage 6 Minus, ist das 1 weniger als 6. Und wenn ich sage 6 Plus, dann ist das 1 weniger als 6. Okay?
Ah, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, das ist dann das Gleiche. So, was hatten Sie mir gesagt? Sechs Sechs Minus. plus dann. Nein, sechs Minus. Sechs minus. Und davor? Davor kommt vier. So, sechs minus, ja, okay, eine Zahl weniger, okay. Und dann, was kam danach? Und vier plus. Eine Zahl mehr als die vier. Ja. Ja, Also das ist aber trotzdem für mich gleich. ja, das ist eine andere Rechnung. Plus und das eine ist ja eine höhere Zahl, da werde ich einen wegnehmen und das andere ist eine niedrigere Zahl, da werde ich einen zugeben. Ja, und wenn Sie bei vier einen dazu tun und von sechs einen wegnehmen, dann ist das für mich trotzdem das gleiche Ergebnis. Ja, aber wenn Sie das bei einer Prüfung oder bei Berechnung von Atombomben so machen, dann wird das alles kaputt Ja? gehen. Ja gut, ich mache ja keine Abrech keine, das, Sie wissen schon. Ja. Gut, und dann die sieben, dann zehn Oh minus, also Gott, eine Zahl weniger. acht Minus. Acht minus, genau, eine Oh. weniger, zehn minus, Ja. sechs, Ja. vier minus, vier minus. Richtig. Dann haben wir das. So, und dann gucken Sie Zählernummer von dem Stromzähler. Also ich tue das Zähler jetzt laufen. Ja, warte, muss ich das Headset ausstöpseln machen. Warte. Am besten ist es dann, aber das haben Sie auch in der Rechnung. Jetzt bin ich schon los. Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Oder bei Keller gucken? Ja, Sie haben doch eigentlich in der Abrechnung Ja, steht die Zählernummer auf der zweiten Seite, wenn Sie die Abrechnung haben. aber Sie haben gesagt bei den Zeller und jetzt wollte ich Sie dahin bringen. Ja, Oder Sie können. möchten Sie nicht bei meinem Keller kommen? Mir ist es egal, ich kann auch im Büro, in Ihrem Büro bleiben. Ja, das, Haben Sie denn die ja, dann Abrechnung denn? bei zweiter Seite. Ja, zweite Seite. Versuchen Sie es mal auf der zweiten Seite. Da steht eine Oh Verbrauchsermittlungstabelle. Gott, Und dann diese haben Sie dann. Zahlen. Gott, ist das schrecklich. Da steht irgendwo Zählernummer. Da, gefunden. Zwei Minus. Okay. Ja? Acht Minus. Ja? Sechs Plus. Ja. Zwei. Ja. Sechs, Ja. acht, Ja. zehn minus, Ja. drei plus Ja. und null. Okay, Haben Sie super. schon mal probiert, null mit einer Zahl zu teilen? Nein. Das ist Machen Sie das auch? spannendstes, was kann man bei Welt machen. Ich bin bei das, Echt? ich habe das Bungee Jumping machen, ich habe das Safari machen, aber das guckst du bei das Himmel, bei Sternenmond und Sonnen und dann kannst du das machen. Aber das verstehen nicht Leute, wo können das nicht mit Mathe machen? Ja. Ja gut, das ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Wer nicht Nein. gut rechnen kann, der kann, der sagt ja gleich vergessen. Herr Solinder, Ja. Sie heißen mit Vornamen Rakisch? Ja. Ja. Und Husum 2, 4 plus, no, 8. 2 minus, 4 minus, Husum, ne, Adolf-Brütt-Straße, 4 plus 4, nee, 4 minus, ist richtig, gell? Ja. Ja, Telefonnummer ist auch okay. Wann Ja, sind Sie denn geboren? was haben Sie für eine Telefonnummer? Die ich angerufen habe. Ich wiederhole die Ihnen jetzt nicht. Ich bin ja richtig, sonst hätte ich Sie nicht erreicht. Ja, das So, ist sehr gut. sagen Sie mir, wann sind Sie geboren? Oh, das ist das Einzige, was ich hinkriege, ohne dass ich das Schock bekomme, weil ich müsste das so oft Echt? sagen. Das ist 13.07.71. 1971, das ist in Ordnung. Das kann ich merken. Das ist ja höchstwahrscheinlich, weil Sie da nicht auf Zahlen fixiert sind, sondern Geburtsdatum. Es geht um Datum. Vielleicht Ja. ist es dann einfacher. Ja, ist richtig. Schauen Sie, Herr Solinder, Sie bekommen ja die Unterlagen per Post nach Hause zugeschickt. Das dauert nicht lange. Es sind vielleicht 7 Werktage oder so. Oh Gott, 8 minus 1 Werktage. 8-1, 8-1. Oh. Boah, das. Herr Solinder, Ach es du gibt aber eine Kacke. einmalige E-Mail oder SMS. Das ist im Grunde genommen die Vollmacht für uns, weil die Umstellung, die machen wir. Wir kündigen beim aktuellen Versorger und schließen auch mit den örtlichen Netzbetreibern die Verträge ab. Oder eine E-Mail. Haben Sie eine E-Mail für mich oder eine Handynummer? Ja, das können Sie gerne aufschreiben. Das ist Rakesh. Ja? Punkt. Ja? Zylinder, also wie Nachnamen. Ja? Punkt. Ja? Goat Farm. Was soll ich schreiben? Goat Farm. Rotfarm. Goat Farm, wie Ziegenfarm auf Englisch.
Ich habe Sie wieder nicht verstanden. The goat, wie das Ziege auf Englisch, goat. Aha, Ziegenfarm. Ja, goat farm. G-O-A-T, goat. Farm, ja, habe ich, ja? Ja, @gmail.com. @gmail.com. Ich schicke dir mal kurz. Wir haben das Gas vergessen. Nein, ich muss ja eins nach dem anderen. Ich kann ja nicht alles sofort. Ich schicke die mal kurz raus. Gucken Sie bitte nochmal bei den E-Mails rein, ob Sie die bekommen haben. Ja. Und wie lange wird das dauern? Ja, ich habe die schon rausgeschickt. Gucken Sie einmal kurz rein. Die müsste ja schon da sein. Weil da habe ich Ihnen einen Link rausgeschickt, den müssten Sie mir dann bestätigen. Also ja. Da muss man einfach draufklicken. Das ist jetzt für Strom. Gleich bekommen Sie nochmal für Gas. Okay. Dann müssen wir mal gucken oder mal warten. Gucken Sie mal eben. Ja. Dann weiß ich, dass ich die richtige E-Mail-Adresse habe. Ja, muss ich das dann noch Gedruckung und Unterschreibung machen? Nein, das ist nur ein Link, da müssen Sie nur draufklicken, weil die Unterlagen, die bekommen Sie ja noch schriftlich. Das ist nur die Vollmacht für uns, dass wenn Sie den Vertrag mit uns eingehen, dass wir in Ihrem Namen dann auch den Tarif kündigen können und mit den örtlichen Netzbetreibern die Verträge abschließen. Aber müssen wir da nicht erst 2-1 Unterschrift drauf machen? Nein, die Unterlagen, die Sie bekommen ja alles schriftlich, das ist nur die Vollmacht. Das ist für uns schon mal, damit wir wissen, alles klar, wenn die Unterlagen da sind und Sie von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, dass wir dann aktiv werden können und dann die Umstellung, die erfolgt dann ja durch uns, das müssen Sie ja nicht selber machen, das gehört einfach zum Service dazu. Alright. Und das wird dann 2-Jahren funktioniert machen? Richtig. Und aber 2+Jahren kann ich das Garantie haben? Richtig. Einfach nur 2 ohne Plus. Und wenn ich 2+ haben möchte, können wir da was machen? Na, erstmal nicht. Dann verhandeln wir neu nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren? Oder können wir Deal machen? Richtig. Was können wir für Deal machen? Werden wir dann ja sehen. Werden wir sehen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Das ist sehr gut. Und wann soll das E-Mail kommen? Jetzt soll schon da sein. Gucken Sie doch mal. Das ist, warte, muss ich mal gucken. Microsoft, Skype, YouTube. Sie sind nicht von YouTube, oder? Nein. Okay. Nein, Sie müssen doch bei Ihren Gmails reinschauen. Achso, das sind, aha, okay. Jetzt. Nein, das sind wir nicht. Aktualisieren Sie mal. Oder gehen Sie auf Spam. Steht hier, Sir Bry hat ein neues Video hochgeladen. Das nein. Ist aber nicht, okay. iPhone-Gewinnspiel. Bitte bestätigen Sie Ihren Teilnahme. Okay. Nein. Oh, warte dann mal. Das ist sehr gut. Warte mal. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir wünschen viel Erfolg bei Apple iPhone 7 Gewinnspiel. Können Sie Daumen drücken? Kann ich. Sehr gut. Oh Gott, das ist ein 7 bei das 3,5. Oh mein Gott. Das ist 1,7. Guck. Nein. Rechnen Sie da mal nicht oh weiter. Oh Gott. Oh Gott. Sondern oh Gott. Gucken Sie jetzt nochmal, aktualisieren Sie das mal. Da muss ja meine E-Mail dann angekommen sein. Wie macht man das Aktualisierung? Was ist das für Shortcut? Rechter Mausklick und dann müsste dann Refresh oder aktualisieren oder irgendwas müsste dann stehen. Das steht seit Speichern unter. Soll ich das machen? Nein, machen Sie das nicht. Gucken Sie mal im Spam. Sie haben ja dann im Grunde genommen Spam. Inbox und Spam-Ordner. Inbox. Okay. Von wo ist Ihr Firma? Von wo machen Sie einen Anruf hin? Das ist Innogy. Innogy, RWE. Das ist doch keine Stadt, oder was? Was für eine Stadt? Ja, das ist ja das Fragen. Sie fragen mich, aus welcher Stadt ich anrufe. Potsdam. Ja? Potsdam, wo Potsdam. Ist das? Potsdam, das ist dann im Grunde genommen bei Berlin. Was hat das für eine Postleitzahlung? Das ist die 0331. Oh Gott, bitte. Ach so, entschuldigen Sie. Ach, Sie sind, ich kann mich gar nicht dran gewöhnen. Ja, das ist ja auch nicht normal. Das ist, also ich kann mich wirklich nicht dran gewöhnen, das ist, ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gar nicht so einfach für Sie ist, aber gut, was nein, soll ich machen? Aber für Sie ja auch nicht, aber das ist ja Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache, dass es für mich auch schwierig ist. Ja, natürlich. Das geteilte Leid ist halben Leid. Das ist doch eine Sprichwort ja, bei Deutschland. Das ist richtig, das kenne ich. Na, also. Da haben Sie. Ja, dann kann ich das so ein bisschen besser nachvollziehen.
womit sie zu kämpfen Na, haben. das können Sie gar nicht. Wir können es machen. Ich habe so ein, das für einen Kollege, der auch immer deswegen bei mir Spaß machen. Ich habe so ein Elektroschocking nehmen und habe das bei einem Fahrradhelmung dran bauen. Und jedes Mal, wenn der das nicht richtig sagt, kriegt er einen Schlagen bekommen. Vielleicht möchten Sie, kann ich Sie das Helm schicken und dann können wir das Kontrolle machen. Lassen Sie das. Mein Sohn hat diese Kaugummis. Das ist eigentlich nur ein Elektroschocker. Das ist jetzt nicht so stark, aber er bietet es jeden an und jedes Mal, wenn man daran zieht, dann kriegt man so einen kleinen Stromschlag. Oh, das ist ja illegal. Das kann man nicht sowas machen. Das ist Körperverletzung. Das sind Kaugummis. Das kriegen Sie kaum zu spüren. Das ist einfach nur so ein kleiner Stoß. Aber jetzt Also gucken Sie doch mal, ob Sie meine E-Mail erstmal bekommen haben. wenn wir bei uns in Indien, wenn wir da einen Streich machen wollen, dann werden wir bei ein wütendes Ziegenbock, das will gerade ein Paarung machen. Wir werden das von der Ziege runternehmen. Wir werden das bei der Tür von Nagbar hinstellen und dann musst du einmal klopfen oder klingeln, weil nicht alle Menschen bei Indien das haben ein Klingel, weil sehr teuer. Und dann macht er Okay. das Tür auf und dann wird das Ziegenbock bei denen draufspringen. Aber So wird das bei Indien machen. da ist ja dann ist ja gar nicht der Richtige bestraft, oder? Doch, das ist ihr böser Nachbar. Ach, der böse Nachbar. Ja, bei netten Nachbarn kann man so ein Ziege hinbringen, zu Geschenk machen. Ach so. Oder zwei minus Ziege. Ja. Gut, Und wie dann gucken lange? Sie jetzt noch einmal. Ja, ich warte. Wie lange müssen Sie heute Gearbeitung machen? Eigentlich bis 18 Uhr. Also ich bin jetzt eigentlich auch fertig, aber ich Oh gucke, dass ich Gott. das jetzt mit Ihnen fertig kriege. Haben Sie denn eine Handynummer für mich? Dann machen wir das mal lieber mit Handy. Sollen wir mit Handy machen? Ja, besser ist. Ich weiß Ja, nicht, ob Sie die soll ich bekommen. Sie SMS schreiben? Können Sie bitte das Nummer kodiert geben? Nein, Sie sollen. Ich schicke Ihnen eine SMS und auf die antworten Sie mir mit einem Ja. Anstatt der E-Mail. E-Mail ist ja nicht gekommen. Mit zwei Minus Ja antworten? Für beide. Ich schicke Ihnen zwei SMS, das sind die Vollmachten, weil E-Mail ja nicht gekommen ist. Und auf beide SMS schicken Sie mir auf die gleiche Nummer mit einem Ja. Ja, Antworten Sie mit einem Ja. Aber sagen Sie mir erstmal die Handynummer. können wir dann noch Gas machen? Weil dann können wir das müssen wir nicht dreimal alles vorlesen. Ich weiß, mache ich auch hier Gas, aber ich muss erstmal das eine fertigstellen. Ich muss erst Strom fertig machen, damit ich Gas machen kann. Sagen Sie mir nochmal die Handynummer. Ja, das ist, oh Gott, wie muss man das denn jetzt am besten? Mal 0 ist ja, kann man ja nicht groß teilen. Das ist ja, auch wenn man das durch 100 teilt, das wird ja immer 0 bleiben. Richtig. Richtig? Sehr gut. Jetzt können Sie bei Indische Universität kommen. Wenn das die Voraussetzungen sind, dann bin ich ja Profi. Ja, Gut. das ist sehr gut. Dann können Sie bei, dann bin ich das Professor und Sie sind das Schüler. Und dann werde ich Sie meinen, ich werde Sie bei meinen kranken Welt bringen. Lassen Sie das mal mit den Helmen und so. Das muss ich mir nicht antun. Na, aber warum denn? Nee, das ist nicht unbedingt meins. Das bisschen, was ich zusammenrechnen No. kann, das reicht mir. Das reicht mir. Das ist ja Sagen Sie mir sehr da bitte schade. nochmal die. Was soll ich machen? Jeder hat ja seine Vorlieben. Sie sind ja auch nicht unbedingt ein Freund von. Sie versuchen das ja auch, so wenig wie möglich im Kontakt damit zu sein, weil Ihnen das zu anstrengend ist. Wieso soll das jemand freiwillig machen? Ja, das ist das, man kann ein Buch schreiben und sagt, das ist das Leben von Sulinder. Das ist, wenn der einmal ist gestorben, sonst kann das ja keiner nachvollziehen. Ja, das ist richtig, aber das können Sie dann ja selber eigentlich auch machen. Leute, ich hab das mal, Ja. vielleicht kann ich dann bei Indisch Universität mein Gehirn verkaufen für 100 Rupie. Ja, glaube ich nicht, dass das aber Sie können was darüber schreiben und dann vielleicht kann man das ja an die Leute dann weiterbringen. Und ich habe schon mal versucht, ich wollte so YouTube-Channel machen, wo das halt das Ja? Leute von meinem Leben erzählen und dann immer, Okay. weil das viele Leute gucken, weil halt keine Menschen das kennen und dann wollte ich das Kommentar lesen, weil ich mag gern Communication mit Menschen machen und die dann immer krumme Zahlen drunter schreiben. Und dann musste ich damit aufhören, die haben das alles kaputt machen. Ach du meine Güte. Ja, Ja, das sehen Sie, ist. das nimmt jemand vielleicht gar nicht ernst, aber naja, so ist die Welt halt. Ja, Ja. ernste Themen, Das ist schon da kann man sehr, nicht gut. und ich finde es sehr gut, dass Sie das so ernst nehmen.
Ja, was soll ich machen? Das ist nun mal so, wie es ist. Also, wie gesagt, wenn ich versuche mich ja anzupassen, dass ich in deinem Grunde genommen keine Schwierigkeiten dadurch mache. Ja, das ist sehr gut. Mehr liegt in meiner Macht halt nicht. Das ist das, was Ja, ich für Sie machen kann. hab. Aber sagen Sie mir da jetzt noch mal die Handynummer, dann kann ich schon mal die SMS rausschicken. Ja, das ist 02 minus Ja? 6 plus Ja? 6 Ja? 6 minus Ja? 4 plus Ja? 4 4 4 Ja? 8 6. Ja, ich Ah, schicke den nee, mal kurz warte, raus. ich habe das falsch kodiert. Warte, ich muss das neu machen. Das ist nicht richtig, weil das ist das gleiche Zahlen, aber wieder ein anderes das Mathematik. Weil wir müssen das ja in der Formel auflösen. Sonst kann das ja Ja. nicht funktionieren, sonst kann der Provider das ja nicht zuordnen. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie sollen wir das denn machen? Können Sie mir Ihre Nummer geben? Haben Sie mir denn die richtige gegeben oder nicht? Nein, das kann so nicht richtig sein. Das ist, oh Null, Gott. zwei minus acht minus sechs. So, vier Oh plus, vier Gott. plus. Können Sie nochmal das E-Mail machen? Das ist zu schrecklich. Wieso ist das so schrecklich? Das sind doch gerade Zahlen jetzt. Nein, das ist, ich muss das ja immer wieder bei Kopf haben. Das kann ich das aufschreiben und die Rechnung machen. Nein, Sie sollen ja nicht. Sie kennen doch Ihre Nummer auswendig, oder? Ja. Aber Ja, das, ich habe dann das können Sie noch ja mit nicht so geraden lange. Zahlen. Das ist noch nicht so gut drin bei das Kopfen. Ach so, ja, dann gucken Sie, da steht ja, die steht ja dann im Grunde genommen in, oder hier schreiben Sie, warten Sie mal, ja, aber kann ich ja schlecht machen, wenn, ich weiß nicht, ob die dann ankommt. Wenn ich, versuchen Sie mir dann eine SMS zu schreiben. Ja, habe Sie Firma-Handy? Ja, sage ich Ihnen durch. Haben Ja. Sie was zu schreiben? Also nehmen Sie sich Handy und machen Sie mal SMS, als würden Sie SMS schreiben. Schreiben Sie in der SMS rein, Ich habe schon seit 10 ja. Jahren kein SMS mehr geschrieben. Wissen Sie, wie das geht? Ich muss mal gucken, weil immer das Thema nehmen, so Verschlüsselung, Messaging machen. Weil das ja immer, die wollen mir ja alle kriegen. Was wollen die? Die wollen mich hier kriegen. Wer will sie kriegen? The Call Center. Das aus Bosnien. Okay. Kennen Sie 4D Marketing? Was ist? Kennen Sie 4D Marketing? Nein, was ist Das ist das? so Firma, das immer bei Leute anrufen und wollte das Kreditkarten aufdrängen. Ach du meine Güte. Ja, und Nein. ich hab mich mit dem Chef, das habe ich große Terror machen. Und jetzt versuchen Kenne ich die, nicht. ja, der heißt Edin Tucinovic und jetzt wollen die mich kriegen. Weswegen kriegen? Ja, Mick und meine Kumpel. Aber wie wollen Sie sie kriegen? Inwiefern? Verstehe ich nicht. Ja, weil ich habe das bei Internet reinschreiben, dass das alles Betrügung und Abzockung und das finden die nicht gut. Und jetzt wollen die meinen Arsch kaputt machen. Wir haben die in Ihnen gedroht oder was ist los? Ja, das hat mal bei einem Kumpel von mir anrufen, der sagt, du musst du jetzt, das ist alter Mann, der hat es nicht verstanden, was die bei Ja? Telefon denn wollen. Und dann Okay. hat der halt gesagt, nein, ich möchte nicht mit sie Vertrag machen. Und dann war Okay. das so ein Mann, der hat dann gesagt, ja, ich werde Ihnen jetzt drei Karten schicken. Drei von das Kreditkarte. Und dann habe Okay. die 2 Wochen später nochmal anrufen und habe gesagt, ja, wenn du das bei Internet reinstellst, dann werde ich dich totschlagen. Ich kann das gar nicht glauben. Würden Sie mir auch totschlagen? Sehe ich so aus? Höre ich mich so an? Haben Sie Angst vor mir? Weiß nicht, vielleicht sind Sie hier türkische Mafia. Ja, mit Sicherheit bin ich das. Ja, Ach du meine wie heißt Güte. der Kapo? Wer? Wie der Chef? Herr Solinda, haben Sie wirklich solche Vorstellungen? Ja, ich habe bei meinem Kopf sehr viel Vorstellung. Und ich habe jetzt Das ist. Bodyguard, der wird bei mir Leben bewachen. Wegen des Ach du meine Callcenter. Güte. Ach so. Und was Ja. ist mit Ihrer Frau? Meine Frau, das will damit nichts zu tun haben. Ja, besser ist, glaube ich, für Sie. Ja, Erzählen Sie ihr gar nichts davon. nein, das darf die nicht wissen. Das ist ja mein Undercover-Leben bei Darknet. Ja, ach du meine Güte. Weil die würde ja weglaufen, wenn die wüsste, da kommt Callcenter Mafia. Ja, aber es gibt keine Callcenter-Mafia. Natürlich, die ja jeden Tag bei mir anrufen, von morgen bis abend. Ach du meine Güte. Weil das ist Aber schon, ich rufe Sie. ich habe jetzt schon drei Festplatten voll. Und ich weiß gar nicht mehr, wohin mit all den Sachen.
Aber schauen Sie, ich rufe Sie auch von einem Callcenter an. Ja, Wo ist jetzt der Unterschied? eigentlich gibt es da keinen Unterschied. Und wie kommt das, dass Sie sich da zumindest mit mir jetzt auf das Gespräch einlassen? Ja, das ist in Ende, weißt du, ich habe ja das ganze Tag Zeit, ne? Ich bin ja, muss ja nicht oder kann nicht arbeiten wegen des Zahlerproblems, ja? Wegen, ja, okay. Ja, und das ist jetzt meine Lebensaufgabe, ist jetzt Callcenter davon abzuhalten, das Leute reinzulegen. Ach so ist das. Ja gut. Ja, das ist jetzt Und meine Lebensaufgabe. gibt es denn im Grunde genau, ja gut, aber ja gut, reinlegen, ich weiß jetzt nicht, wer das macht, aber naja. Gibt es denn keine anderen Berufe? Kann man nicht mit Kindern arbeiten, unabhängig von den ganzen Zahlen? Mit Indern? Nein, mit Kindern. Was soll ich denn mit Kindern machen? Keine Ahnung. Ja, sehen Sie, was soll Das ich ist dann jetzt an nur Ahnung als haben? Beispiel. Es gibt mit Sicherheit, wieso ein Maler muss ja auch keine Zahlen im Kopf haben. Der Ja. streicht einfach die Wände oder was weiß Ja, ich. natürlich, Sie müssen ja das Berechnung machen. Das gibt ja RGB-Farbschema. Da ist ja jedes Farbe hat ja drei Zahlen, aus denen das Zusammensetzung machen. Die kann ja nicht einfach das Farbe an das Wand schmeißen und dann morgen wiederkommen. Das wird ja anders sein. Muss ja immer das Ja. gleiche Farbschema Benutzung machen. Sonst Verstehe. wird das ganze Welt wird kaputt gehen. Ja, das ist alles gar nicht so einfach, aber gut. Was mache ich denn jetzt mit Ihnen? Also, wie gesagt, ich rufe ja vom Callcenter an und Sie Ja. sind ja eigentlich gegen Callcenter, ne? Ja, Habe ich ja jetzt natürlich. richtig Ist verstanden. absolut eine große Ja. Oh. Fanbase. Was machen wir denn zwei dann? Und weiß nicht, können wir vielleicht Interview machen? Interview? Ja. Wieso? Ja, weil Sie sind sehr nette junge Frau und ich kann gar nicht verstehen, was Sie bei Soladen arbeiten. Sie könnte doch mit Kindern arbeiten. Es gibt so viele andere Arbeiten, die kann man machen. Das ist richtig. Gut, das stimmt. Aber wie gesagt, es sind ja auch nicht alle Betrüger, so wie Sie das darstellen. Ja, aber Na, das also es Problem ist. ist ja, Sie, wenn wir das mal bei Gesetze machen, Sie dürfen ja auch nicht bei mir anrufen und Verkaufsgespräch einfach machen. Das ist aber, wenn ein Opt-in besteht, ich darf Sie natürlich nicht einfach so anrufen. Ich nehme ja kein Telefonbuch und rufe die Leute der Reihe nach an, sondern Nee. ich rufe dann im Grunde genommen an, da wo ein Opt-in besteht. Ein Opt-in ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel online schon mal verglichen haben oder was weiß ich nicht, vielleicht an Gewinnspielen teilgenommen haben, weil wenn Sie das machen, da gibt es diese Häkchen, die man reinsetzen muss, um den AGBs zuzustimmen. Und da, wenn man das Kleingedruckte liest, stimmt man dann dementsprechend zu. Ja, Das ist eine Werbeerlaubnis dann im Grunde genommen. das sagen denn alle, aber das ist ja so, man muss ja ein schriftliches Werbeeinverständnisgeklärung haben und ich habe das niemandem gegeben. Das ganze Daten, das werden ja von Ihrem Chef bei Internet einkaufen, für viel Geld kaufen und dann bei den Leuten anrufen. Und man kann ja gar nicht kontrollieren, ob das wirklich von den Leuten kommt, dass sie da eintragen. Ich kann jetzt ja auch meinen Nachbar ärgern, statt das geile Ziegenbock bei Tür zu setzen, kann ich bei Gewinnspiel mit seinen Hammer machen. Der wird nie wieder glücklich bei den Leben. Ach du meine Güte. Ja, das stimmt auch. Aus dieser Perspektive betrachtet. Aber wir hatten da bislang keine Schwierigkeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Opt-in abfragt, das Ja. geht ja auch. Das dauert dann vielleicht 3 Wochen oder so. Aber man kriegt das dann schriftlich nochmal nach Hause zugeschickt. Da und da haben sie mitgemacht, weil das mache ich nicht. Ich bin ja für die Beratung zuständig. Beratung? Sehr gut. Ich Ja bin, wie und gesagt, nicht aus dem Adressenmanagement. Also ich weiß jetzt nicht die Herkunft der Nummer, aber das gebe ich dann weiter. Und dann, wenn Sie jetzt sagen, so, ich hätte das gerne, wohne dort und dort, und dann kann man das ja im Grunde genommen dann auch schriftlich zusenden. ja, natürlich kann man das machen. Aber das gibt ja bei Internet, das ist ja auch bei der Stromfirma, das habe ich mir ja 30 Mal bei Tag anrufen. Das meiste, was Sie das haben habe. 30 gesagt. Oh mein Gott, oh nein, 15, Aber fangen Sie nicht an zu rechnen. 7,5. Das Scheißen-Jack Hören Sie Callcenter, auf. egal welche Nummer das anrufen. Das ganz vieles, wie viel Stromkontrolle können Sie machen? Wie viel Firma? Wie meinen Sie? Wie viel Firma können Sie Vergleich machen? Das ist jetzt aus unserem Hause. Das ist kein Vergleich mit anderen. Na also, weil Sie sagen ja, die Und Strompreise haben Sie gesenkt, aber als Firma immer sagen, ja, wir sind Energieberatung dies, Energieberatung das. nein, wir sind keine, also ich rufe Sie ja direkt aus unserem Hause an. Ich habe ja mich jetzt nicht vorgestellt, als wäre ich irgendwie so ein Portal oder was weiß ich nicht wer. Sondern ich rufe ja direkt von Innogy an und das ist im Grunde genommen, das sind auch die Konditionen, die ich Ihnen vorstelle von uns. Ich weiß jetzt nicht mit anderen, wie, wo, was. Oh, das ist lange her, dass Callcenter-Menschen sich so lange mit mir unterhalten. Ja, keine Ahnung. Also mir waren Sie bislang sympathisch, Ja, sind aber, Sie mir jetzt muss ich auch. schon sagen. Jetzt, ja, ich habe Feierabend um 18 Uhr gehabt und Ja. ich habe Mitfahrgesellschaft. Mitfahrgesellschaften. Deswegen, richtig, deswegen muss ich jetzt nämlich auch los. Wenn Sie mögen, wir können das gerne morgen fortsetzen. Oh, das können wir morgen Interview machen.
Meinetwegen. Können wir wieder bei 17 Uhr anrufen? 17 Uhr. Ja, geben Sie mir da ein paar Minuten plus minus. Wie gesagt, ich kann das jetzt natürlich nicht genau Oh sagen. Gott, 17. Ich habe Oh mein immer. Gott. Oh nein. Ja, Sie haben Oh vorhin mein auch Gott. die Zahl genannt. Ich muss auf jeden Fall los. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch erstmal. Ja. Und nicht alle über einen Kamm scheren, Herr Oh Solinder, nein, ja? nur die Bösen, nur die Bösen. Gut, Alles alles klar, klar. Dann dann wünsche ich bis erstmal morgen. einen schönen Abend. Bis dahin dann. Tschüssi. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.